Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Film. Heute möchte ich mal mit euch über die verschiedenen Arten sprechen, wie man ein gutes Feuer entzünden kann, welche Möglichkeiten es gibt, beziehungsweise welche man auch schon fertig kaufen kann. Aber in allererster Linie soll es darum gehen, wie man sich gute Anzünder selber machen kann, wie beispielsweise diese hier. Das ist jetzt ein gekauftes Exemplar, aber im Prinzip kann man sich die auch ganz leicht selber machen. Ich werde euch gleich zeigen, wie. Und noch eine weitere Art möchte ich euch vorstellen. Und dafür werde ich hingehen und diese Kerze hier einschmelzen. Das heißt, einfach einen Metallbehälter nehmen, einen Topf mit heißem Wasser erhitzen, das Gefäß da reinstellen und warten, bis das die Kerze geschmolzen ist. Das Ganze stelle ich jetzt schon mal an, damit das hier schon mal in Ruhe schmelzen kann. Und danach beginne ich mal hier mit den Sachen und stelle euch diese genauer vor. Viel Spaß beim heutigen Film. So, während das Wasser kocht und mein Wachs schmilzt, fange ich mal mit den einfachen Sachen an. Das sind jetzt Gegenstände, die man einfach kaufen kann, um ein Feuer zu entzünden. Hier haben wir beispielsweise so einen Magnesiumblock mit einem Feuerstarter auf der Seite hier. Man geht also mit einem Messer hin und schabt hier entlang, wodurch sich kleine Späne bilden. Und dieses Magnesium ist zum einen leicht entzündlich und hoch brennbar. Also es entwickelt eine sehr hohe Hitze, wenn es einmal entzündet ist. Und dadurch lässt sich schon sehr gut ein Feuer starten. Vor allen Dingen, weil man hier die Kombination hat aus gutem Brennstoff und Feuerstarter. Eine zweite Möglichkeit wäre Kienspan. Kann man ebenfalls fertig kaufen. Kann man aber auch selber im Wald suchen, wenn man weiß, wo man suchen muss. Darauf komme ich später in dem Video noch einmal. Und dann haben wir hier so kleine Behälter. In dem Fall ist es ein wasserdichter Behälter, in dem jetzt einfach Watte ist. Diese Watte kann man natürlich tränken, beispielsweise mit Brennspiritus oder auch Vaseline, halt brennbaren Stoffen. Vom Benzin würde ich jetzt mal absehen, weil Benzin verflüchtigt sich in einem wasserdichten Behälter jetzt nicht unbedingt. Aber ich weiß nicht, wenn ihr schon mal ein Zippo-Feuerzeug besessen habt, dann wisst ihr genau, was ich meine, denn die muss man am laufenden Band, muss man die immer wieder auffüllen. Dann habe ich hier noch so eine Esbit-Tablette, das ist ein Hartkern-Brennstoff. Ich denke, es ist so eine Art Wachs, getränkt mit einer Flüssigkeit. Und diese kann man einfach öffnen, die Verpackung, anzünden, brennt. Wie es halt beim Esbit-Kocher ist, ich denke, den meisten ist ein Esbit-Kocher auch ein Begriff. Solange diese Verpackung verschlossen ist, verflüchtigt sich da nichts. Das heißt, der flüssige Brennstoff, der bleibt da auch drin enthalten. Und was auch wichtig ist, wenn ihr den einmal geöffnet habt, der stinkt bestialisch. Also dann die Tablette anzünden und auch wirklich verbrennen, bis das hier restlos ausgebrannt ist, Entschuldigung. Und dann hat man ebenfalls ein Feuer. Ja, und zu guter Letzt habe ich hier ganz einfach noch Benzin. Ich habe mir so PET-Rohlinge gekauft. Da habe ich mir jetzt Benzin reingefüllt. Solange das verschlossen ist, verflüchtigt sich das Benzin auch nicht. Das heißt, wenn man es einmal braucht, kann man die Flasche aufdrehen, etwas Benzin drauf tun und dann entzünden. Wobei Benzin sehr schnell verbrennt. Das ist also wirklich nur was für den absoluten Notfall. Und ich würde eher auf so Kienspan setzen oder eben diese Magnesiumblöcke. Wobei diese Esbit-Tabletten natürlich auch wunderbar sind. Die sind auch schon sehr gut verpackt. Aber das sind jetzt mal so die fertigen Hilfsmittel, die man verwenden kann, um ein Feuer zu entzünden. Weiter geht es mit den Hilfsmitteln, die man im Wald finden kann. Und ich habe die jetzt extra in solchen Dosen verpackt, damit ich immer einen kleinen Vorrat habe. Und wenn ich rausgehe, packe ich das halt um, so wie ich es entsprechend brauche. Und hier in der ersten Dose haben wir Harz. Also das ist, ja, ich sag mal, brennbares Gold. Im Endeffekt, wenn ihr solche Kienspan-Stücke habt, ist das ja auch nur Holz, was eben extrem getränkt ist mit diesem Harz. Und dass das brennt wie Sau, also ihr hört das schon knistern. Das brennt so extrem stark und extrem schnell. Das ist also ein fantastischer Zündstoff. Ja, und dieses Harz findet man in leicht getrockneter Form, wenn man zum Beispiel an Bäumen schaut, wo Äste frisch abgebrochen sind oder wo halt Astlöcher sind.
Da fließt das an manchen Astlöchern einfach herunter und man kann es dann vorsichtig einfach abkratzen, ohne dabei die Rinde zu beschädigen etc. Ja, und das ist halt wirklich brennbares Gold. Als nächstes habe ich mir hier aus Kienspan schon mal kleine, ja, wie soll ich sagen, es sind keine Fässersticks, aber kleinere Materialien zurechtgeschnitzt, die sich halt leichter entzünden lassen. Also so ein kleines Stückchen Holz lässt sich natürlich wesentlich einfacher entzünden, als wenn ich da so einen fetten Kienspan drauflege. Und ihr seht das hier bei dem, der ist so extrem getränkt mit Harz, das ist also brutal. Und wie gesagt, das ist jetzt halt gekauftes Material. Und wenn man sich das so schön zurechtschnitzt, in Kombination beispielsweise mit dem Harz, dann gelingt zu 99,9997% ein Feuer damit. Also es ist sehr unwahrscheinlich, mit den beiden Materialien kein Feuer anzubekommen. Und zu guter Letzt, was natürlich auch nicht fehlen darf, ist die gute alte Birkenrinde. Auch diese habe ich fleißig gesammelt. Beziehungsweise es ist gar nicht so viel, wie es jetzt auf den ersten Blick scheint. Aber es ist in dieser Dose schön aufgehoben. Ich kann mir immer etwas herausnehmen. Und ja, das sind schon grandiose Möglichkeiten, um damit ein Feuer entzünden zu können. Wie gesagt, wenn ihr durch den Wald geht, schaut mal bei vor allen Dingen Nadelbäumen, ob dort irgendwelche Astlöcher sind, wo ihr euch, ja, ich sag mal, bedienen könnt. Natürlich ohne dabei den Baum zu beschädigen. Also gerade was die Birkenrinde betrifft, bitte nicht an Bäumen herumschnitzen, die noch in der Blüte stehen, beziehungsweise ja, die noch leben, sondern es gibt so viele umgestürzte Bäume, wo man sich bedienen kann. Man muss also da nicht unbedingt an noch lebenden Bäumen herumschnitzen. Und bei dem Harz, bei Astlöchern, wenn ihr da vorsichtig seid, könnt ihr das einfach so ganz sanft abschaben. Ihr könnt es mit den Fingern machen, wobei die Finger kleben danach wie Sau. Ihr könnt es natürlich mit dem Messer machen. Auch beim Messer ist es so, dass die ganze Schneide natürlich dann mit dem Harz voll ist und das klebt ebenfalls. Aber das lässt sich eigentlich sehr gut reinigen. Jetzt vom Reinigen her, was das Messer betrifft, würde ich persönlich ja ein Tuch mit Lösungsmittel befeuchten und dann einfach an der Klinge entlang streifen und die reinigt sich dadurch wunderbar. Ich habe es früher mal nur mit heißem Wasser versucht, das reicht leider nicht. Im Gegenteil, ihr verteilt dadurch das Harz noch mehr auf dem Messer und das ist eine riesige Sauerei. Und jetzt kommen wir endlich zu dem Thema, wo wir darüber reden, wie wir uns Anzünder selber machen können. Beispielsweise so welche hier. Und ich hatte es vorhin schon gesagt, man kann sich diesen Kienspan kaufen. Wenn man zu faul zum Sammeln ist oder wenn man einfach nicht weiß, wo man suchen soll, dann kauft euch diesen Kienspan. Den würde ich jetzt von der Länge her ungefähr in der Mitte cutten, weil er ist einfach zu lang. Und dann geht ihr hin und betont euch feine Streifen daraus. Im Endeffekt genauso wie es hier ist. Das sind alles so kleine Würfel. Und in der Mitte macht ihr eine Zündschnur. Das kann zum Beispiel in Wachs getränktes Paracord sein. Oder Baumwollschnur. Im Endeffekt brennt da fast alles an Schnüren, was es gibt. Die platziert ihr in der Mitte und dann außenrum die betonierten Kienspanstücke. Das ist schon ein sehr guter Zünder, der ist aber sehr voluminös. Und jetzt komme ich zu der Geschichte, weshalb ich das Wachs eingeschmolzen habe, denn das sind meiner Meinung nach tatsächlich mit die besten Anzünder, die ich persönlich kenne. So, für unsere selbstgemachten Zunder brauchen wir entweder solche Wattepads, das ist diese Mucci-Watte oder wie die heißt, und alternativ dazu könnt ihr auch einfach OBs verwenden. Ich habe da einfach mal welche gekauft. Und im Endeffekt geht ihr hin und teilt entweder diese Wattepads ziemlich in der Mitte. Und dann kommt Vaseline zum Einsatz. Das ist einfach als, ja, zum einen ist es als Brennstoff sinnvoll, Vaseline zu verwenden. Auf der anderen Seite
brennt die Watte durch die Vaseline wesentlich länger, als wenn ihr einfach nur Watte hernehmen würdet. Und es geht sich gar nicht darum, da möglichst viel reinzupacken, sondern einfach nur, dass es halt gut getränkt ist. Das heißt, einfach in der Mitte auseinandernehmen, etwas Vaseline nehmen, einfach hier gut reinschmieren, ein bisschen verteilen. So. Und dann beiseite legen. Ich mache jetzt einfach mal so drei, vier Stück, dass ihr mal seht. Aber es ist kein Hexenwerk. Also wie gesagt, einfach Vaseline nehmen, hier drin großzügig verteilen. Nicht zu viel, dass es an allen Seiten rausquillt, sondern einfach nur, dass halt Vaseline drin ist. Bei den OBs ist es so, die auseinanderzuschneiden ist schon fast unmöglich, weil die sind so gepresst. Da würde ich einfach hingehen, entweder von außen großzügig was drumherum verteilen. Man kann natürlich auch hingehen und die OBs einfach da reintunken. Jetzt muss ich das hier drauf ablegen, weil sonst versaue ich mir alles. Das Problem beim Reintunken ist, ich kann euch das mal kurz zeigen, wenn ihr das macht, sachte drehen, sachte rausnehmen und dann habt ihr ebenfalls die Spitze voll. Ist natürlich dann halt eine entsprechende Sauerei, wenn ihr den ganzen OB da drin versenkt. Das geht natürlich auch. Und ist vielleicht sogar noch einfacher als wie mit dem Messer. So, jetzt haben wir das übertrieben gesättigt. Ja, und jetzt kommt halt das flüssige Wachs gleich zum Einsatz. Da muss ich mal schauen, wie weit das jetzt ist. So, das lege ich mal kurz beiseite. Und dann schauen wir mal nach dem Wachs. So, und wie ihr sehen könnt, funktioniert das mit dem Verflüssigen des Wachses perfekt, wenn ihr darum halt heißes Wasser zum Kochen bringt. Und bei den OBs hat man jetzt natürlich den Vorteil, dass man eben nicht diese Vaseline noch extra anpacken muss, sondern man taucht den einfach hier ein. Nicht verbrennen dabei. Lässt ihn sich eine Zeit lang vollsaugen. Und dann legt man ihn einfach beiseite, damit er trocknen kann. Und an den Stellen, wo vorher Vaseline gewesen ist, beziehungsweise wo immer noch Vaseline ist, da nimmt die Watte natürlich nicht mehr so viel Flüssigkeit auf, also nicht mehr so viel Wachs. Aber ihr werdet nachher merken, wenn wir da einen testweise mal von anzünden, dass das gar nicht so entscheidend ist. Und bei den Wattepads ist es ähnlich. Auch die würden einfach da jetzt hineingetaucht werden. Entweder komplett oder eben zur Hälfte. Wenn ihr es komplett macht, dann nehmt halt eine Zange zur Hilfe. Und ihr seht, bei den Pads ist es natürlich so, dass die sich viel intensiver mit dem Wachs vollsaugen, als wie das jetzt bei den OBs der Fall ist. Machen wir davon auch mal so zwei, drei Stück. Schön abtropfen lassen. Wie gesagt, verbrennt euch bitte nicht, weil das Wachs ist natürlich extrem heiß und wenn ihr das am Finger habt, dann brennt das noch eine ganze Zeit lang nach. Packen wir die OBs nochmal rein. Wenn jetzt das Wachs schon so weit aus der Tasse runter ist, dann könnt ihr natürlich auch die OBs einfach da drin lassen. Zumindest so lange, bis dass das Wachs wieder anfängt, hart zu werden. Oder alternativ dazu sucht ihr euch ein kleines dünnes Stückchen Holz. Nehmen wir einfach mal das hier. Und dann zwirbeln wir unsere OBs da drauf. Und dann hängen wir es einfach so da rein, dass es nicht raus kann. Und warten halt einfach eine Zeit lang. Und ihr seht jetzt schon an den Luftblasen, die da aufsteigen. Jetzt saugen sich die OBs richtig voll. Auch der hier, der versinkt jetzt langsam, eben weil der sich mit dem Wachs komplett drängt. Ja, und jetzt lassen wir die einfach mal so, ich sag mal, ein, zwei Minuten da drin. Und dann holen wir sie wieder raus und lassen das Wachs komplett trocknen. Ihr seht, das mit den Wattepads funktioniert hier auch schon ganz gut. Natürlich, wenn
Backpapier als Unterlage nehmen, jetzt keine, ihr könnt natürlich auch Folie nehmen, etc., aber halt kein normales Papier. Aber das ist eigentlich selbsterklärend. So, ich habe das Ganze jetzt mal so ungefähr 3 Minuten ziehen lassen. Zu lange würde ich es auch nicht machen, weil ihr seht das, die OBs, die plustern sich immer weiter auf. Das sieht jetzt natürlich eklig aus, weil ich rotes Wachs genommen habe, ich Depp. Aber vom Prinzip her ist es ja völlig egal, welche Farbe das Wachs hat. Und jetzt legen wir die ebenfalls zum Trocknen hier auf dieses Backpapier. Schauen, dass die nicht aneinander kleben. Und ihr seht ja, wie lange das Wachs hier flüssig bleibt. Das heißt, wir hätten sogar noch mehr herrichten können. Aber ich denke, zum Demonstrieren reicht das einmal aus. So, das Wachs beginnt jetzt schon wieder hart zu werden. Das war aber auch eine große Menge an Wachs hier. Die kleinen Plättchen hier unten, die sind schon richtig schön ausgehärtet wieder. Und jetzt wollen wir natürlich einmal sehen, was das Ganze bringt. So, dann haben wir hier mal so einen unbehandelten OB. Ich entzünde den jetzt einfach mal mit dem Feuerzeug. Normalerweise würde man den natürlich etwas aufplustern, aber ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt. Das Ganze brennt schon. Wenn man das Ganze natürlich auseinander nimmt und schön auffächert, dann brennt das Ganze natürlich schon etwas besser. Moment. So. Und ihr seht, das ist sofort am Brennen. Aber es brennt halt sehr schnell ab. Und jetzt nehmen wir mal einen von unseren wachsgetränkten OBs. Übrigens würde ich euch empfehlen, alte Töpfe, altes Geschirr zu verwenden, um das herzurichten. Ihr erspart euch damit eine Menge Ärger mit eurer Frau, wenn es denn ist. So. Das Ganze brennt auch und ihr seht, der OB ist jetzt mittlerweile schon wieder ausgegangen, weil halt nur diese, ja, ich sag mal, diese aufgefächerte Fläche gebrannt hat. Aber man sieht es hier wunderschön. Der OB, der in Wachs getränkt ist, der brennt halt wesentlich stabiler, vor allen Dingen langsamer, macht eine richtig schöne Flamme und macht einen riesen Gestank. Jetzt könnt ihr natürlich sagen, okay, das Ganze hat jetzt wunderbar mit einem Feuerzeug funktioniert. Wie sieht das Ganze aus, wenn ihr einen Feuerstarter verwendet? Ich flusel mir hier das mal wieder so ein bisschen auf. Moment, dass ich so ein bisschen Angriffsfläche habe. So. Dann testen wir das Ganze mal mit einem Feuerstarter. Ich nehme mir dafür mal ein anderes Messer, weil das mit dem Victorinox Nachbau, das ist also kein originales Victorinox, das ist irgendwie so ein billiges Werbegeschenk. Aber das ist Katastrophe damit. Und mit einem richtigen Messer. Geht das ratzfatz, wenn keine Pfanne im Weg ist. Ich mache das Ganze nochmal aus. Wie gesagt, hier habe ich ständig gegen die Pfanne gehauen, aber wenn ich das hier beiseite tue. Dann brennt es gleich wie so. Und selbst sturmfest ist es. Und hier habt ihr halt den Vorteil bei diesen Wattepads, die könnt ihr einfach brechen, wenn es richtig ausgehärtet ist. Und habt dadurch dann eine größere Angriffsfläche als wie bei den OBs. So. Das Ganze funktioniert sehr zäh, aber es geht. Schauen wir mal, ob wir das mit dem Feuerstahl entzündet bekommen. Dann seht ihr, auch das brennt sofort. So viel zu den selbstgemachten Anzündern. Ich hoffe, das Ganze gefällt euch. Natürlich geht es jetzt auch um den Transport. Wie gesagt, die anderen Sachen, die habe ich ja in solchen Dosen drin. Die sind jetzt nicht wasserdicht, wenn es wasserdicht sein soll. Empfehle ich euch noch solche Beutel. Da kann man die Materialien reintun. Und dann wird das Ganze einmal so umgeschlagen oder auch zweimal oder auch dreimal, je nachdem, wie oft es geht. Und dann macht ihr den einfach zu. Und schon ist das Ganze relativ wasserdicht. Ich sage jetzt nicht zu 100%, aber
Auf jeden Fall besser, als wenn ihr es so lose im Rucksack drin habt. Und so habt ihr schon ein bisschen Gewissheit, dass das Ganze eben vor Wasser geschützt ist. Persönlich würde ich sagen, die sind mindestens genauso effektiv wie auch das Harz, was ich gesammelt habe und was ich am Anfang vorgestellt habe. Aber hier habt ihr halt den Vorteil, ihr braucht nicht lange suchen. Vor allen Dingen, wenn ihr dann abends im Dunkeln irgendwo euer Camp aufgebaut habt und ihr wollt dann noch schnell ein Feuer machen, dann auf Harzsuche zu gehen, könnte sich schwierig gestalten. Ist nicht unmöglich, aber könnte sich wirklich schwierig gestalten. Und hier, ich meine, drei so OBs, die nehmen kaum Platz weg. Auch das lässt sich wunderbar natürlich verpacken in irgendwelchen Dosen. Glücklicherweise habe ich noch eine leere da. Die Dosen gibt es übrigens für 1, 2 € überall zu kaufen. Dann unsere Anzünder da rein. Das passt sogar sehr gut. Auch von der Menge her hätte es gar nicht mehr sein dürfen. Einer hätte vielleicht noch reingepasst, aber zack, Gummi drumrum und fertig. So, das war's mit dem heutigen Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls ja, lasst mir gerne ein Like und ein Abo da. Und dann hoffe ich, dass ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Bis dahin, ciao.